Moin moin, liebe Freunde der gepflegten Alkunst und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Big Fish Media. Ich habe mich heute mit den Forellenpups Waldemar Merdian an der Barweiler Mühle verabredet, um zu angeln und um euch oder mit Waldemar die Sommerangelei am Forellensee zu präsentieren, zu zeigen. Und Waldemar, ich glaube, da bist du der Spezialist dafür, was man da ja zu der Jahreszeit, warme Temperaturen, warmes Wasser. Sehr manchmal, schwierig. Manchmal sind die Fische sehr launisch und ja, sowas. Ja. Und das wollen wir heute herausfinden. Wir werden mal alles ausprobieren. Ich sag mal, Forellen sind da, Störe sind da. Ne? Ja, das ist ja auch das Schöne einer Sommerangelei, dass auch Störe beangelbar sind. Genau, und wir werden einfach mal probieren, worauf sie reagieren, welche Fischart wir heute überhaupt fangen können und ja, hoffen halt, ihr werdet ein bisschen was für euch dafür mitnehmen. Während wir hier aufbauen und die Ruten scharf machen, blende ich aber ein paar schöne Fotos von dicken Fischen hier ein, damit ihr auch Appetit aufs Störangeln bekommt. Also hier sind ordentliche Brummer, bis 25 Kilo habe ich mir sagen lassen. Wenn wir so einen heute drauf kriegen, dann hoffe ich, dass dein Gerät das aushält. Gleich geht's los. Viel Spaß, Leute. Der erste Fisch. Und zwar sind wir ja heute wirklich mit dem Ewald los und haben gesagt, wir probieren mal heute so ein bisschen Naturköder, Alternativköder und. Und ja, das war meine Pilotmontage mit der Bienenmade. Und die hat auch sofort einen Abnehmer gefunden. Also ich liebe das, wenn so ein Plan so aufgeht. Und auch noch einen richtig schönen Fisch. Ne? Und wie ihr seht, habe ich natürlich den Piloten ganz knapp unter der Oberfläche hängen. Also ich habe da wirklich nur noch 5 cm bis zum Haken, weil halt die Fische wirklich sehr, sehr hoch gehen. Und ja, es wirkt ja. So, ich hole ihn jetzt erstmal raus oder ich versuch's mal. Weil gerade im Sommer ist diese Montage wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wenn die Fische keine Lust haben auf aktive Köder und ihr habt ja sowieso 2 Ruten frei in den meisten Fällen, dann könnt ihr tatsächlich diese Montage hier einbringen und ja, die wird euch Fisch bringen. Im besten Fall. So wie mir jetzt, ne? Aber der ist, obwohl es richtig warm ist, kräftig. Also da ist nichts mit mal eben rauspumpen und da kommt er jetzt. Ja, ihr habt es gesehen, auch mir passiert sowas öfters mal. Gerade wenn man mit so kurzen Vorfächern, sage ich mal, angelt. Der Fisch ist meistens nur vorne irgendwo gehakt. Und deswegen ärgert euch nicht, wenn bei euch das Gleiche passiert. Das ist halt nun mal so. Neu beködern, die Tiefe hat gestimmt, wieder ins Wasser rein und einfach hoffen, dass der nächste Fisch beißt. Hast du auch eine Wurst für mich? Nee, hör mal, du kannst zwar gerne ein Stückchen abhaben, aber die habe ich für was Besonderes mit. Und zwar haben wir ja heute gesagt Alternativköder, ne? Ja. Und viele angeln mit Räucherlachs, mit so einem Zeug und oder mit Schinken. Und du willst hier so eine rauchige, herzhafte Beefy an den Köder machen. Ist das. Nur so ein ganz kleines Stückchen drauf, den Haken da durchgezogen. Ne? Mhm. Die saftet schön unter Wasser und ja, mal gucken. Wir haben ja hier auch viele Störe und die lege ich gleich auf Grund. Kann ich gleich auch nochmal eben zeigen, halt mit meiner typischen Schwimmermontage. Ne? Ja, muss mir aber auch mal zeigen. Dann nehme ich wirklich nur so ein kleines Stückchen hier oben. So, das reicht ja schon. Und da die sehr fettig ist, ne, ist ja das gleiche wie mit dem geräucherten Schinken. Nehmen auch viele zum Störangeln. Ja, sicher. Ne? Und wir probieren es jetzt einfach mal mit Beefy. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Das heißt halt, ein Schwimmer oben, ne, damit ich die Bisserkennung besser habe, dann halt mein Blei. Und hier unten natürlich dann mein Häkchen. Ne? Und jetzt kommt die Beefy. Und da mache ich immer eins, ich mache die so ein bisschen weich. Und beiß auch immer die Enden ab. Ich will auch was essen. kriegst du gleich ein Stückchen. Und dann wirklich den Haken hier einmal rein. Einmal hier komplett durch. So. Und dann machen wir eins. Dann klinken wir den hier nur an eine Seite ein. So. Das war's. Ne? Das heißt natürlich, muss ich beim Anhieb ein bisschen kräftiger setzen. Ne? Aber ist ja nicht weiter schlimm. Kommt ja dann auch gute Gegenwehr. Und deswegen das Ganze, das setzen wir jetzt hier vorne mal einfach auf Grund. Und gucken mal, ob es mit der tollen Wurst funktioniert. Okay. Und du legst jetzt vorm Ufer ab oder genau. Wie sieht das aus? Ja, also ich mache gar nicht weit. Ich mache wirklich hier vorne vorm Ufer, weil ja, ist halt ein Zuchtfisch. Ne? Was macht der Zuchtfisch? Der schwimmt halt am Ufer oder im Becken halt am Ufer lang und sucht sich da sein Futter zusammen. Das gleiche macht er hier im Teich auch. Er schwimmt wirklich halt die Ufer entlang und guckt halt, wo er was Fressbares findet. Und im besten Fall würde dann mein Würstchen sein. Also ja, mein Stück Wurst. Waldemar, wir verstehen dich. Gut. Und ja, die kann er dann nehmen.
Leute, der zweite Biss auf die Pilotmontage. Ich komme hier gar nicht zum Angeln und zum Auswerfen. Jetzt wollten wir gerade eigentlich Ewald seine Routen fertig machen, aber ja, zack, war der Pilot schon wieder weg und da kommt das nächste Forelke. Geil. Und die hat den Köder sogar richtig tief geschluckt. Das heißt, die werden wir jetzt auch gut keschern können, ohne dass sie mir vom Haken abhaut. Zack, da haben wir sie auch schon. Ja, da sieht man auch die Bienenmade, wie sie hochfliegt. Ich mache mal fertig und dann zeige ich euch den mal genauer. Ja, so Leute, da ist er. Der Pilotschwimmerfisch, ne? Also richtig schön. Ich sag mal, 5 cm war jetzt wieder die Bienenmade unter der Wasseroberfläche, da wo die Forellen gerade auch umherschwimmen. Und die hat sich den richtig gut reingezogen. Da musste ich jetzt gar nicht aufpassen. Wie gesagt, der erste Fisch ist mir leider vom Haken gesprungen. Dafür ist der zweite sicher. Und so kann ich es euch auch nur empfehlen. Also selbst wenn euch mal am Anfang Missgeschick passiert, dann ist das halt so. Bleibt ruhig, angelt einfach weiter. Und ja, dann werdet ihr auch mit Erfolg belohnt, ne? So, die Störroute musst du schon einholen. So sieht's aus. Also jetzt ist mal wirklich ein guter Fisch drauf. Hier vorne ist er. Und da sind wir jetzt ganz, ganz vorsichtig, weil den würde ich gerne raus haben. Also den hätte ich jetzt echt gerne gleich für die Kamera. Deswegen versuchen wir hier mal wirklich ganz, ganz langsam zu drehen und vorsichtig. Und auch schon wieder, wie ihr es seht, ne? So wie du es aussiehst, Pilotmontage. Ja, der Pilot ist unter Wasser. Also die Funst heute, da ist er. Da. Na, ich hab's drauf. Eieieiei. So. Also wirklich eine Montage, die man nicht unterschätzen darf. Gerade im Sommer, ne, wenn die Temperaturen wirklich so warm sind, dann nehmen die Kleinstköder. Und da ist natürlich wirklich so eine Bienenmade ja richtig von Vorteil. Die ist sehr klein, die ist unauffällig und die kann auch mal schnell geschnappt und geschluckt werden. Und das machen die auch. Einen bis jetzt haben wir verloren, einen haben wir rausgekriegt und den versuche ich natürlich jetzt wirklich auch zu bekommen. Weil das ist so ein 2 Kilo Fisch. 2 bis 3 Kilo wird er haben. Super Fisch für die Temperaturen jetzt. Und den wollte ich haben. Oh. Aber er will nicht zu mir. Er will nicht zu mir. Ja, komm doch mal zu mir. Komm. Da ist jetzt eine Wurst, da muss ich nicht mit aufpassen. Aber das ist das Gute an der langen Route. Die kann ich natürlich schön um die Bäume rumhalten. Und jetzt kommt er. Ich glaube, wir werden es jetzt auch mal versuchen. Oh ja, das ist natürlich ein guter. Oh ja, ja. Und, da war ich zu langsam im Kescher. Und ich sehe die Bienenmade vorne am Maulwinkel bei dem hängen. Ganz brutal. Oh. Also wirklich, das ist ein Fisch, wo der Haken wirklich schnell wahrscheinlich aus dem Maul fliegen kann. Und deswegen ganz, ganz vorsichtig. Kescher noch etwas tiefer ins Wasser runter. Fisch drüber und Kescher hoch und wir haben ihn. Wir haben ihn. Guckt euch mal den Lappen an. Ey. Das ist doch geil. Boah. Also ich revidiere mich mit 2-3 Kilo. Der wird etwas mehr haben. Geiler Fisch. Ja Leute, ich hatte zwar eigentlich gedacht, dass der wirklich nur knapp gehackt war, weil halt die Bienenmade hier vorne hang. Das ist aber nicht der Fall. Der hat ihn wirklich bis nach unten hin runtergeschluckt. Also die Bienenmade funktioniert und zwar richtig, richtig gut. Da ist er. Also den tippe ich mal so auf 3,5 Kilo und ein richtig geiler Fisch für so warme Temperaturen, also wo die noch besetzt werden und dann noch beißen, einfach nur geil. Wie gesagt, aber den natürlich jetzt auf Bienenmade. Ne? Pilotschwimmer, Bienenmade und der hat sich die Bienenmade wirklich reingezogen bis unten hin. Ich wollte das Wort jetzt nicht aussprechen, es gucken auch Kinder zu, aber der wollte die wirklich haben und das ist einfach nur geil. Ne? Freunde, und ihr seht, ich bin mit unserer UL-Route dran hier. Ganz klar, weil ich habe natürlich unsere kleinen künstlichen Bienenmaden genommen, habe die mir auf ein Tungstenhäkchen drauf gemacht und habe die mal unter der Oberfläche durchgezogen. Und ihr seht, bums, das ist jetzt mittlerweile schon der zweite Fisch. Den ersten Fisch haben wir nicht ganz auf Kamera gekriegt. Oh! Also der will auch noch nicht wirklich, vor allem hantiere ich ja auch zwischen den Routen hier. So, aber jetzt gleich müsste man haben. Oder auch nicht. Er will nicht. Aber jetzt, da Mann. Ja, ihr seht Leute. Also selbst, ich sag mal, die aktive Route fängt, wenn man den passenden Köder drauf macht. Schön klein, schön weich, schön saftig, bums.
Also einfach eine künstliche Bienenmade und dann ja die Farbe Weiß hat es bis jetzt ganz gut inzwischen angetan. Ne? Und da ist die UL-Forelle, ne? Schön auf einem ganz, ganz leichten Tungstenkopf, eine künstliche Bienenmade, unter der Oberfläche durchgezupft, bums. Also ihr seht, ihr könnt mit mehreren Techniken halt erfolgreich sein. Ihr müsst nur umsetzen und auch ausprobieren. Also ich sag mal, was euch überhaupt nichts bringt, ist zu kommen, euch hinzusetzen und wenn ihr merkt, eure Methode funktioniert nicht, da drauf sitzen zu bleiben, weil dann werdet ihr auch keinen Fisch mehr fangen. Guckt ganz genau, was die anderen Leute machen, so wie ich jetzt zum Beispiel mit Bienenmaden, mit Pilotschwimmer, mit künstlicher an der UL. Ja, und der Ewald, der hat mittlerweile auch schon seine Fische gefangen, nur wir haben es noch nicht geschafft. Nicht auf Kamera. So ist es, deswegen, den nächsten Fisch, den ihr sehen werdet, wird definitiv der vom Ewald sein. Bleibt gespannt. Für euch nochmal ganz kurz die Anköderung der einzelnen Bienenmade, weil ich sag ja, heute wäre jede zweite da drauf schon zu viel. Deswegen, ich nehme nur eine und die muss immer noch sehr saftig und sehr natürlich aussehen. Deswegen packe ich mir die immer, Köpfchen nach oben. So, viele sagen jetzt den Haken durchs Köpfchen, so viel Arbeit mache ich mir nicht. Ich gehe knapp unterm Köpfchen, gehe ich rein, zack, gehe mit dem Haken ein Stückchen durch, bis runter und gehe kurz vorm Schwänzchen, gehe ich mit dem Haken wieder raus, zack, so. Und damit nachher hier oben das Ganze versteckt ist, packe ich mir das Köpfchen und ziehe den einmal über die Öse drüber. Wumps. So sieht das Ding hier super angeködert aus. Die Forellen holen sich den weg und lieben es einfach. Der Anschlag sitzt, zweiter Haken rausguckt. Genau, richtig. Und hier seht ihr auch einen älteren Mann im Bild. Der ist gerade mal rübergekommen, wenn wir das mit aufnehmen dürfen, wenn Sie ja, möchten, im nächsten Film. Ja. Ja, der wollte sich das mal angucken. Der hat natürlich mitgekriegt, dass wir hier einen Fisch nach dem anderen fangen und wollte jetzt natürlich wissen, ja, was macht ihr Jungs da drüben? Und das ist auch genau richtig. Das heißt, wenn ihr sowas seht, einer fängt, nicht schämen, ruhig mal rübergehen. Wenn er unfreundlich ist, könnt ihr wieder weggehen. Aber in der Regel sind wir Angler immer freundlich und erklären euch dann auch, was wir da machen und dass ihr dann auch zu eurem Fisch kommt. Ne? Deswegen. Ganz, ganz sicheres Zeichen für euch, um zu erkennen, dass die Forellen wirklich oben aktiv sind. Vorhin war nämlich ein Gummiköder von mir, der ist mir einfach abgegangen. Der schwamm oben rum. Und dann habe ich gesehen, wie die auf einmal richtig gallig hinter dem Köder waren. Das heißt, mehrere Forellen haben den mehrfach attackiert. Das sind natürlich Momente, die sowas, wenn ihr sowas seht, müsst ihr das ausnutzen. Das heißt, ihr seht, die Fische sind unter der Oberfläche jagen. Eure Köder müssen dahin und ihr werdet definitiv einen Biss kriegen. Deswegen immer Augen offen halten, gucken, wo die Fische sind und natürlich dann auch zu den Fischen hinangeln. Ne? Die Nachbarn haben natürlich zugehört und haben es natürlich auch gesehen. Haben natürlich die Montagen jetzt auch auf Pilot umgeändert und siehe da, auch die fangen an zu fangen. Ne? So soll es ja auch sein. Ich sag mal, wir sind ja hier, um ein paar Fische hinzufangen, wenn es klappt, im besten Fall. Und wenn man sieht, bei dem einen funktioniert und bei einem selber nicht, ja, dann macht man das genau so, wie der andere das vorgemacht hat. Und im besten Fall fängt man dann auch seine Fische, so wie die Jungs jetzt da drüben. Ne? Deswegen, dickes Petri. Super, ich freue mich. Ja, also eigentlich wollten wir so ein bisschen mit Stör dabei. Stör ging bis jetzt noch nichts, dafür aber Forelle ohne Ende. Und ich werde mich jetzt mal so ein bisschen zurückziehen aus dem Forellenbereich und werde jetzt wirklich mal auch die zweite Route als Störroute auslegen und mal gucken, ja, ob ich da vielleicht auch noch einen Stör vorzeigen kann. Ne? Dafür sind wir ja auch heute hergekommen, Alternativköder. Deswegen, und meine Wurst, die arbeitet noch da unten. Ich hatte vorhin auch schon mal so ein paar Zupfer gehabt, habe auch die Montage schon mal kontrolliert. Und wir warten mal ab. Ewald, du hast Fisch? Ja, Biss erstmal. Fisch habe ich noch nicht. Jawohl. Gut, Mensch, kommt aber entgegen. Ja, sehr spritzig, hä? Sehr spritzig mit der Pilotmontage an der Spirulino-Route. Und ja, was soll man sagen? Waldemar hat irgendwie recht, der hat irgendwie Zauber- und Wunderhände, was das angeht. Also das, was Waldemar sagt, das muss man schon, kann man schon so machen und umsetzen. So, jetzt nehme ich aber den Kescher hier zur Hilfe. Ist aber auch schön, guck mal. Richtig guter Fisch, hä? Ja. So, ich glaube, die ist jetzt zwar noch... Ja, die braucht noch einen Moment. Trotz dieser warmen Temperatur ist sie sehr kampfstark und spritzig hier in Barweiler. Das hast du auch nicht überall. Aber jetzt, das... Ne. Ich hab jetzt gedacht, jetzt krieg ich sie. Aber... Hast du gedacht? Fußekuchen. Mein Gott. Ah, ne. Jetzt mal. Ah. Jawohl, dickes Petri. Dickes Dank, ich muss schon zwei Hände nehmen. Boah, das ist eine üppige Forelle, Waldemar. Ja, geil, ne? Krass. Da ist meine üppige Portionsforelle, eine kleine Lachsforelle. Ja, was wird die haben? 1,5 Kilo bis 2 Kilo, oder Waldemar? Sehr üppig, ne? Sehr üppig, hat einen super geilen Kampf abgeliefert. Wie gesagt, für die warme Jahreszeit sehr untypisch, aber umso besser für uns Angler. Da hat man ein bisschen mehr Drillspaß. Und ja, also
Ich bin begeistert, wenn man mit Waldemar unterwegs ist, dann ist das meistens ja Fischgarantie immer. Ja, nicht immer, aber wir geben unser Bestes. Aber fast immer. Ja, wir geben unser Bestes. Sehr schön. Das hat ja lange angehalten mit deiner Störangelei. Ja, ich kann es auch nicht sein lassen, aber ehrlich. Ich sehe die Fische und die wollen und die Rute steht. Und dann du willst ich. Auch, nicht ja. nur die Fische wollen. Ja, da kann ich einfach nicht anders. Da muss ich natürlich ganz klar die Angel in der Hand nehmen und dann... Mensch, ist ja wie beim Hechtangeln. Ja, ne? Das macht richtig Spaß, oder? Oh ja. Und das ist auch wieder ein richtig schöner Fisch. Ey. Also das ist nichts Kleines, was wir hier fangen. Ne? Und die haben ordentlich Dampf. Also man sagt ja immer, im Sommer werden sie ein bisschen träger, aber diese Fische hier nicht. Ne? Also die liefern echt einen guten Drill ab. Das macht richtig Spaß. Und so wie die kämpfen, werden die wahrscheinlich nachher auch schmecken. Und aus dem Netz rausgesprungen. Auch geil, habe ich auch noch nicht gehabt. Der war schon drin und ist mir wieder aus dem Netz, aber dieser nicht. Ja, wir haben ihn, Leute. So, Freunde der Sonne, unser Tag neigt sich langsam hier dem Ende zu in der Barweiler Mühle. Schöne Fische, viele Fische. Es wurde gefangen wie, ja, das war ja schon fast wie Kirsche pflücken. Ja, und du hast ja auch nebenbei ein paar Leuten hier ein bisschen Hilfestellung gegeben. Ja. Und man konnte im Laufe des Tages sehen, wie die Leute hier oder wie die Mitangler hier ihre Montagen geändert haben. Auf einmal haben alle Pilotmontage mit Spirulino montiert und die haben dann auf einmal gefangen. Man kann dann wirklich sagen, schaut euch mal wirklich rum, was funktioniert und dann fangen dann alle und alle sind dann glücklich und das ist ja dann so unser Ziel. Genau so ist es, wenn die Leute schon herkommen, die weiten Wege vor allem, dann möchte man auch was, wenn es so ein Fischchen ist, mitnehmen und da bin ich immer gerne bereit, ein bisschen zu helfen. Ja, mit dem Stör hat es leider heute nicht geklappt. Ne? Nee, das nicht, aber das gibt uns ja Motivation fürs nächste Mal, hier mal anzugreifen. Genau, also, genau, und dann mal ohne Forellenruten, weil einfach sonst lassen wir die Fänger nicht davon. Ne? Genau, also wirklich, wenn die Forellen einmal, wenn man herausgefunden hat, wie die Forellen oder was die Forellen gerade wollen, dann kann das hier in einem richtigen Fanginferno hier ausarten. Gehen, genau, wir haben die Worte gefehlt. Und ja, Freunde, wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen von der heutigen Folge. Wir wünschen euch Petri Heil, viel Glück, seid nett zueinander und ja, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao, tschüss. Ciao.